In der zweiten Aufgabe hieß es, es sind zwei Spulen und eine Spule besteht aus einem Draht und der Draht aufgewickelt hat eine Induktivität, aber der Draht an sich hat natürlich auch einen Widerstand. Das ist also die erste Spule und dann kommt die zweite Spule dazu. Zwei Spulen mit einem Widerstand von 25 Ohm und 38 Millihenry und die zweite Spule sollte 15 Ohm haben. Rund 140 Millihenry. Die sollten in Reihe geschaltet sein mit einem Kondensator noch dazu und der Kondensator hatte 200 Mikrofarad Kapazität. Und jetzt war zunächst mal in Aufgabenteil A gefragt, wie groß der Scheinwiderstand ist für eine Frequenz von 50 Hertz. Und der Scheinwiderstand ist die Impedanz, das ist das Z. Mit einem Unterstrich, weil es komplex ist. Und jetzt müssen wir für diese Schaltung das Z hinschreiben. Das ist eine Reihenschaltung. Die Impedanz der Reihenschaltung ergibt sich aus der Summe der Einzelimpedanzen, also des R1, wenn wir das hier mal R1 nennen, und das J Omega L1 und das R2 und das J Omega L2. Und dann haben wir hier noch ein 1 durch J Omega C. Also das alles aufaddiert, R1 plus R2. Ich mache das mal in der Reihenfolge, dass wir erst die Realteile haben, dann das J Omega L1 plus das J Omega L2 und dann minus, wenn man das J nach oben zieht und sagt, 1 durch J ist genauso viel wie minus J, also minus J mal 1 durch Omega C. Und dann kann man diese ganzen Werte und das Omega, was sich natürlich aus 2 mal Pi mal F, die Kreisfrequenz aus der normalen Frequenz berechnet und wo man dann hier auf die 114,1 durch Sekunde kommt. Also diesen Wert für Omega und die ganzen Werte für das R1, R2, L1, L2 und C in seinen Taschenrechner eintippen und natürlich das J damit berücksichtigen und das alles ausrechnen. Und dann kommt man hier auf 40J plus J 40 Ohm und kann das an der Stelle vielleicht erstmal so stehen lassen. Das ist jetzt der Scheinwiderstand bzw. die Gesamtimpedanz dieser Schaltung. Dann war im Aufgabenteil B gefragt, wie groß der Strom ist, der hier durchfließt, wenn man an das Ganze eine Spannung anlegt. Und diese Spannung, dieses UQ hier, 56,56 oder 57 ist eigentlich vollkommen egal, mal Sinus von Omega T plus 45 Grad beträgt. Das ist natürlich eine Zeitfunktion hier. Das erste, was man jetzt mal macht, ist diese Zeitfunktion in einen Zeiger umzuwandeln. Ich mache da jetzt einen Spitzenwertzeiger draus, nehme einfach diese Amplitude hier in Volt, die 56,57 Volt mal E hoch J und einen Runenzeiger mit diesem Phasenwinkel von 45 Grad. So, und jetzt nimmt man einfach das Ohmsche Gesetz im Komplexen und sagt, wir kriegen diesen Strom, wir kriegen das I hier raus als Runenzeiger, indem wir die Spannung nehmen als Runenzeiger und durch diese Impedanz teilen, die wir da gerade hatten. Jetzt kann man das hier einsetzen, 56,57 Volt mal E hoch J 45 Grad geteilt durch. Und jetzt ist es ganz schlau, diese Impedanz eben umzuwandeln, auch von der kartesischen Form mit Realteil und Imaginärteil in die Exponentialform mit Betrag und Phasenwinkel, indem man den Betrag ausrechnet, 40 zum Quadrat plus 40 zum Quadrat und davon die Wurzel. Wenn man das im Taschenrechner macht, kommt man auch auf 56,57 Ohm. Und den Phasenwinkel auszurechnen, indem man den Arcustangens von dem Imaginärteil durch den Realteil berechnet. Hier kann man auch einfach scharf drauf gucken und sagen, okay, diese beiden sind gleich groß. Wenn die beiden gleich groß sind, dann muss der Winkel auch 45 Grad sein. Und dann kürzen sich die beiden E-Funktionen. Ohm sind so viel wie Volt pro Ampere, dann kürzen sich auch die Volts. Es bleibt Ampere über für einen Strom und auch die Zahlenwerte hier vorne kürzen sich komplett weg, sodass da eben 1 Ampere überbleiben, beziehungsweise wenn man es präziser nicht schreiben will, 1 Ampere mit einem Phasenwinkel von 0 Grad.
Wenn man jetzt den Strom hat, der hier durch diese Elemente durchfließt, ist es natürlich im weiteren Schritt überhaupt gar kein Problem, die ganzen Teilspannungen auszurechnen, die hier über diesen Bauelementen abfallen, auch als komplexe Zeiger, indem man jetzt eben sagt, die Spannung über den Widerstand R1 ist R1 mal das I und dann einfach die Werte in den Taschenrechner eingesetzt, kommt man auf 25 Volt, das UR2, die Spannung über den Widerstand R2 ergibt sich durch eine sinngemäße Formel und dann kommt man da dementsprechend natürlich auf 15 Volt. Das UL1, hier muss man jetzt rechnen, J Omega L1 mal den Strom. Dann kommt man zu ungefähr auf 12 Volt vom Betrag her und das J bringt einem noch ein J davor. Man könnte auch das J jetzt hier weglassen und könnte dafür schreiben mal E hoch J 90 Grad, wenn man das lieber als Betrag und als Phasenwinkel jetzt darstellen möchte. Und genauso ergibt sich auch die zweite Spannung über der Induktivität nach einer sinngemäßen Formel und da die zweite Induktivität ein bisschen größer ist, kommt man hier auf 44 Volt mal E hoch J 90 Grad. Und zu guter Letzt kann man noch die Spannung über der Kapazität natürlich bestimmen aus 1 durch J Omega C mal den Strom. Und dann kommt man auf, das 1 durch J ist wieder so viel wie minus J mal ungefähr 16 Volt. Und statt des minus J kann man natürlich auch mal E hoch minus J 90 Grad schreiben als Betrag und als Phasenwinkel dieses komplexen Zeigers dieser Spannung. Und im letzten Aufgabenteil C war dann noch ein Zeigerbild gesucht. Das Zeigerbild hatte jetzt den wunderbaren Zweck, dass man grafisch mal recht schnell und einfach überprüfen kann, ob das so stimmt, was man sich vorher hier so rechnerisch überlegt hat. Wir können jetzt gucken, die Spannung, die sind positiv, die sind auch positiv ins Reelle. Die einzige, die hier einen negativen Phasenwinkel hat, ist diese Spannung. Wenn wir es jetzt ein bisschen geschickt zeichnen, reicht aber trotzdem der rechte obere Quadrant von der gaußschen Zahlenebene aus, um das zu zeichnen. Und in der Aufgabe stand, dass man das maßstäblich zeichnen sollte. Da tut man sich natürlich ein bisschen einfacher, wenn man Kästchenpapier hat. Das habe ich jetzt hier nicht. Das wird auf jeden Fall der Realteil, die reelle Achse, das ist der Imaginärteil. So, und jetzt so ungefähr könnten wir eben sagen, diese Spannung 25 Volt in der reellen Achse, die könnte jetzt mal ungefähr so lang sein. Das wäre das UR1. So, dann zeichne ich mal dazu, dass UL1, die Spannung über der ersten Induktivität hier, auch in blau, das sind 12 Volt mit einem Phasenwinkel von 90 Grad nach oben. Wenn das hier 25 sind, müsste 12 ungefähr die Hälfte von dem sein. Dann wäre das das UL1. So, dann nehmen wir die Spannung von dem nächsten Widerstand. Das sind 15 Volt. Na gut, wenn das hier 25 ist, wäre 15 vielleicht ungefähr so lang. So, das wäre das UR2. Und dann haben wir nochmal 44 Volt von dem UL2 mit einem Phasenwinkel von 90 Grad nach oben. Das waren 25, das waren 15, das sind zusammen 40. Also wäre diese Strecke hier ungefähr 40, noch ein bisschen was dazu und das jetzt halt nach oben. Dann könnten das so ungefähr diese 44 Volt sein. Das wäre das UL2. Und jetzt kommt noch das UC dazu mit 16 Volt und einem Phasenwinkel von minus 90 Grad. 16 Volt ist ungefähr, das waren ja 15 Volt, ungefähr so lang wie das. Und jetzt halt von hier nach unten gezeichnet. Dann wäre das das UC. Und diese drei Spannungen zusammen sollen jetzt genau die Gesamtspannung ergeben und die Gesamtspannung waren 56,57 Volt mit einem Phasenwinkel von 45 Grad. Naja gut, und jetzt kann man gucken, also diese Strecke hier, das waren 44 Volt. Wenn ich jetzt dementsprechend hier in lila diese Gesamtspannung einzeichne, dann könnte diese Strecke hier, wenn man das jetzt mit Kästchenpapier zeichnet und mit einem Lineal abmisst,
dann sollte man da wieder genau auf 56,57 Volt kommen oder halt auf 5,6 Zentimeter, wenn man das mit 10 Volt pro Zentimeter als Maßstab gezeichnet hat. Also das ist das U-Gesamt als Zeiger. Und wenn man jetzt noch den Strom einzeichnen möchte, dann zeigt der Strom natürlich hier auch auf der reellen Achse in diese Richtung. Das ist das I. Und wir können schauen, alle Spannungen über den Widerständen, dieser blaue Pfeil und dieser blaue Pfeil sind parallel zu dem Strom. Alle Spannungen über den Induktivitäten sind genau plus 90 Grad gegenüber diesem Stromzeiger verschoben. Und die Spannung über der Kapazität ist genau um minus 90 Grad gegenüber diesem Stromzeiger verschoben. Und damit ist dann auch diese Aufgabe komplett gelöst.